So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin irgendwie in letzter Zeit auf dem Prime-Trip hängen geblieben, aber ich meine nicht Amazon Prime, ich meine nicht Prime, den Rapper aus Wuppertal und Umgebung. Grüße am Zai auch an der Stelle. Ich meine das Getränk von Logan Paul, jetzt muss ich wieder überlegen, Logan Paul. Gerade weil ich Wrestling-Fan bin und immer beim Wrestling gucke und in letzter Zeit bei Wrestling und so immer mehr eine größere Rolle spielt, im Main Event steht, Titel gewinnt und eigentlich seine Sache gut macht, vor allem als Heel, wo ihn jeder hasst. Und viele hassen auch seine Getränke. Jetzt habe ich letztens mal die Sorte Prime von der Bayern München Edition gehabt und getestet, fand das ganz cool. Mir ist aufgefallen, da steht hinten drauf als Geschmack Goldberry, also verschiedene Beeren, Fruchtgeschmack, gemischte Beeren, genau, mit Vitamin und Zeug. Das ist aber nur eine von drei Fußballvereinssorten, die es so gibt. Es gibt noch Arsenal Prime und Barcelona Prime. Mittlerweile im Netto, eine Woche später ungefähr, habe ich also auch das Arsenal Prime gefunden, habe mir gleich zwei Flaschen mitgenommen. Letztens hatte ich so Dorscht, da habe ich schon eine getrunken. Aber die möchte ich heute testen für euch, die möchte ich heute trinken auf Ex aus meinem Ernesto-Glas. Mir ist aufgefallen, wenn ich hier hinten drauf gucke, steht da auch Prime Hydration Goldberry. Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack gemischter Beeren. Das heißt, das ist dasselbe Getränk, das ist derselbe Geschmack, das ist komplett dasselbe. Das Bayern München Prime und das Arsenal Prime sind dieselben, nur dass das die Bayern Edition ist und das die Arsenal Edition. Heißt das Barcelona ist auch Goldberry? Dann ist das Ganze ja sogar noch schlauer, dass Goldberry einfach drei verschiedene Verpackungen hat, die man trotzdem sammeln kann, so wie ich. Jetzt muss ich das erstmal kurz so reinhalten nochmal. Für das Thumbnail. So, für das Thumbnail reingehalten. Ich finde es auch schön. Hier, da sind auch immer noch so kleine Wappen und Logos drauf. Ihr seht hier zwei Goldstreifen, die am Rand der Flasche entlang gehen. Das sieht alles einfach richtig stark hochwertig auch aus. Auch die Prime-Schrift ist hier mit Gold umrandet. Und das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, die Arsenal-Flasche sieht für mich sogar noch besser aus wie die Bayern-Flasche, die war ja mit Blau umrandet und hat halt hier das FC Bayern München Logo gehabt, aber ansonsten, ja, das sieht halt nicht rund aus, das sieht aus wie ein Ei, ist FC Bayern, siehste, aber das mit dem Gold ist einfach noch hochwertiger. Wir werden jetzt einfach noch mal kurz einen Schluck nehmen vom Goldberry Prime von Arsenal. Arsenal, gut, Arsenal heißt, habt ihr das gehört? Und ich fand ja das Bayern Prime als ein Prime, was man sogar trinken kann, weil es irgendwie sehr fruchtig war, mir sogar geschmeckt hat einigermaßen. Weil wenn du nur so einen kleinen Schluck nimmst und der Eis gekühlt ist, als ich dann das ganze Glas getrunken habe, habe ich gesagt, oh nee, ist mir doch zu viel und es klebt mir wieder den Magen zu und ist übelst brutal. Wir schenken es jetzt aber erstmal ein. Dass ihr nochmal seht, wie Goldberry Arsenal Prime aussieht. Arsenal Schwarzenegger. Das ist das Prime auf jeden Fall von keine Ahnung. Was ist überhaupt für ein Fußballclub? London oder was? Arsenal London müsste das doch sein, vielleicht. Jetzt haben wir es eingeschenkt. Die Flasche kommt in die Sammlung. Fehlt nur noch das Barcelona Prime. Und das ist jetzt das Glas zum Schacken. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Es schmeckt auch wieder nach Goldberry, weil es Goldberry ist. Wusste ich aber erst, als ich die Flasche hatte. Finde ich irgendwie gut. Ist irgendwie eins der besten Primes, was ich hatte. Die meisten haben mir gar nicht getaugt. Das ist okay, aber so ein ganzes Glas ist auch eklig. Also Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Da ist gar keine Kohlensäure drin, aber wenn man genügend presst, kommt trotzdem was raus. Guckt euch das Glas an, wie es beschlagen ist. Das ist richtig genial. Also, bis zum nächsten Prime Chuck. Wir sehen uns.